Design ist Kunst, die sich nützlich macht. Möbel vom Braun-Lockenhaus überzeugen daher nicht nur durch zeitlose Formensprache, sondern bieten zugleich geniale Funktionalität. Produziert wird nicht nur nach Katalog, Braun lässt auch viel Freiraum für Kundenwünsche. Sehr geehrter Herr Joachims, Liebhabern von Designmöbeln muss man Braun eigentlich nicht vorstellen. Ich frage Sie trotzdem, welche Arten von Möbel stellen Sie her? Ja, wir stellen die unterschiedlichsten Varianten von Sitzmöbeln, von Stühlen und Sesseln her. Also wir sind weit mehr als der klassische Sesselfabrikant. Große Stärke von uns natürlich die individuellen Produktionsmöglichkeiten, sodass wir auf die Kundenwünsche ganz speziell eingehen können. Natürlich haben wir auch ein Standard-Produktportfolio, mit dem wir am Markt agieren. Braun produziert somit mehr als Produkte, nämlich Lösungen. Ihr Unternehmen zählt zu den Marktführern im Bereich maßgefertigter Raumkonzepte. Auch das ist ein Standbein, das aber schon seit vielen, vielen Jahren hier bei der Firma Braun in Lockenhaus vorhanden ist. Hier gilt es natürlich, das Thema ein bisschen weiter zu forcieren. Hierzu gehören vom Großauftrag über 300 individuell eingerichtete Zimmer bis hin zu kleineren Teeküchen bei Industriebereichen. Und in Deutschland durften wir im vergangenen Jahr über die Schneeweiß AG einen Schauraum der Hugo Boss AG ausstatten. Wo begegnen einem die Möbel von Braun noch? Hoffentlich überall dort, wo man zusammenkommt zum Sitzen und Stehen, Barhocker, Stehtische. Gezielt haben wir natürlich die Seminarbereiche, öffentliche Einrichtungen, Altenpflegebereich, Kongresszentren, das sind eigentlich unsere klassischen Kunden. Aber wie gesagt, überall dort, wo man zusammenkommt zum Sitzen. Der Name Braun-Lockenhaus steht für Innovation und Tradition unter dem Gütesiegel Made in Austria. Wie tief reichen die österreichischen Wurzeln? Gut, Braun-Lockenhaus gibt es seit 1921. Wir durften also letztes Jahr unser 90-jähriges Jubiläum feiern und sind dadurch auch mit der Region Burgenland sehr stark verwurzelt. Wir haben sehr viele Zulieferer hier aus dem näheren Umkreis. Unser allerbestes Beispiel hierfür ist unsere Buche, die wir 2 Kilometer von hier entfernt am Geschriebenstein beziehen, aber wahrscheinlich schon seit diesen 90 Jahren, könnte ich mir vorstellen. Wir gehören zwar zu einer international agierenden AG, der Schneeweiß AG, aber trotzdem sind und bleiben wir Burgenländer. Besondere Möbel erzeugen Sie unter der Produktmarke Bentwood. Bentwood entstand aus der Idee, das Thema Holzbiegen wieder salonfähig zu machen. Wir haben sehr gute Kontakte zu Adolf Krischanitz. Und so kam das dann im Gespräch, jawohl, wir wollen hier wieder was Neues tun, um diese alte Technik nicht einfach verschwinden zu lassen, sondern um die weiterhin zu forcieren, weil ich denke, nicht alles, was früher getan wurde, muss man heute rationalisieren oder vom Markt entfernen. Und so ist diese Serie Bentwood bei uns entstanden. Das heißt, das Kunsthandwerk des Holzbiegens beherrschen heute nur wenige Unternehmen? Das ist korrekt. Also es gibt in Europa nicht mehr sehr viele Unternehmen, die das können. Und wahrscheinlich auch davon wird ein paar weniger, die das überhaupt noch machen wollen. Es ist sehr zeitaufwendig, damit auch nicht unbedingt extrem preisgünstig. Also wir sind dann auch bei solchen Produkten im höheren Preissegment angesiedelt. Aber ich denke, diese Handwerkstechnik hat es verdient, weiterhin am Markt präsent zu sein. Die Produktion ist sehr material- und anlagenintensiv. Gab es dafür Förderungen seitens der Europäischen Union? Ja, wir haben für dieses Projekt Entwicklungsförderungsgelder erhalten. Hilft Ihnen diese Förderung bei der Erschließung neuer Märkte? Absolut, da bin ich auch zu 100% davon überzeugt. Das war auch der Ansatz, hier wieder zu beginnen mit dem Thema Bentwood, weil ich denke auch, dass Thema Holzbiegen sehr stark verwurzelt ist mit Österreich. Österreich, Holzbiegen, das gehört für mich irgendwo zusammen. Und ich denke schon, dass es in Österreich weiterhin Liebhaber dieser Holzmöbel gibt. Letzte Frage. Die Herstellung hochqualitativer Stühle ist Ihnen heilig. Haben Sie dafür auch den Segen vom Heiligen Stuhl? Ja, den haben wir tatsächlich bekommen. Wir durften zum letztjährigen Deutschlandbesuch des Papstes den passenden Papstsessel produzieren.
Der Papst ist damals in Deutschland auf dem Laarer Flughafen gelandet, wo die Schneeweiß AG ansässig ist. Und da hat tatsächlich der Papst in unserem Sessel Platz genommen. Ja, und das freut uns, weil das einfach Erlebnisse sind, die passieren Ihnen vermutlich einmal im Leben. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne, Dankeschön. Sie sehen, großartige Designmöbel sind vom Papst persönlich abgesegnet. Ich will daher nicht päpstlicher sein als der Papst und nehme mir meinen eigenen heiligen Stuhl gleich mit nach Hause. Auch Sie können bereits einen Blick auf Ihre neuen Möbel werfen. www.braunlockenhaus.at. Diesen und alle weiteren RMB-Video-Podcasts finden Sie wie gewohnt unter www.rmb.at. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.